Anfangen? Ja. Genau. Moin, moin auch von mir. Ich bin Wintermute, das ist Splitty. Genau, wir werden heute ein bisschen über Docker Hub und Bug Bounty reden. Ich gehe mal weiter. Dafür machen wir erstmal eine kleine Einführung in den großartigen Docker-Build-Prozess. Und zwar gibt es mehrere Arten, wie man nämlich Credentials in Docker reinbekommen, also in Container reinbekommen kann, also in die Images. Und das zur Laufzeit. Da gibt es nämlich einmal den W, achso, genau. Und zwar kann man hier ganz gut sehen, es gibt nämlich diese Layer. Wir sehen hier, dass jeder dieser Zeile ist halt ein Layer in Docker. Und Docker nimmt halt die, um daraus dann halt das fertige Image zu bauen. Und die Layer werden halt zur Build-Zeit halt ausgeführt. Und Docker speichert diese dann, damit man das Image halt später genau wieder reproduzierbar wieder bauen kann. Das sieht dann ungefähr so aus in Docker Hub. Da sehen wir jeden einzelnen Layer und rechts noch ein kleines Häkchen für kein CVE gefunden. Dann noch eine Hash-Sum und wie groß das ganze Ding im Endeffekt war. Das Ganze wird auch genauso in Docker Hub abgespeichert, für jeden zugreifbar. Das heißt, da kann jeder das einsehen. Genau, jetzt erst. Genau. Und wie kommen denn eigentlich dann die Credentials da rein? Es gibt halt mehrere Arten. Einige Leute machen es über Environment-Variablen. Schlechte Idee. Dann gibt es andere Leute, die nutzen Build-Args. Genau. Das ist noch ein Secure-Token. Ist auch keine gute Idee. Oder halt der klassische Hard-Coded String. Geht immer. Wird auch immer wieder so gemacht. Genau. Die ganzen Sachen landen dann später halt in den Layern, die wir eben gesehen haben. Es gibt tatsächlich auch eine richtige Methode. Man kann halt sogenannte Circuit-Mounts machen. Genau, dann wird nämlich so gesehen eine Datei gemountet und die ist dann auch nur zur Build-Zeit zugreifbar und landet halt nicht später in euren fertigen Image. Man könnte auch natürlich auch zur Laufzeit sich einfach die Credentials holen, die man braucht, wenn man das nicht gerade zur Build-Zeit braucht, was dann halt noch besser wäre. Weil dann könnt ihr wahrscheinlich noch besseres Credential Management einbauen. Das war nur ein kleiner Ausblick, weil das ist nicht unsere Hauptaufgabe in diesem Talk, sondern falls ihr darüber mehr wissen wollt, da gibt es noch ein gutes Projekt von OWASP, das Wrong Secrets Projekt. Das geht halt über alle möglichen Arten nochmal drüber, also von wie kriege ich das in Binary rein, zu wie mache ich das in Kubernetes richtig. Kann ich nur empfehlen. Da wird das alles viel besser erklärt und auch viel umfangreicher erklärt. Und das ist auch direkt eine Art Schulung. Das könnt ihr überall mitnehmen. Genau. Was sind überhaupt GitHub Personal Access Tokens? Das ist quasi das, was wir dann später gescannt haben. Einmal kurz für euch erklärt. Bieten quasi eine Alternative an für sein Passwort bei GitHub. Das heißt, statt ein Passwort irgendwo anzugeben, kann man dieses PAD angeben und dann wirkt das wie euer Passwort. Man kann da quasi ein Ablaufdatum ranpacken. Das heißt, wenn ihr euer Passwort nicht ändern wollt, aber das Token nur für eine gewisse Zeit braucht, könnt ihr sagen, hey, in 30 Tagen soll das invalidiert werden automatisch, dann wird es in 30 Tagen automatisch invalidiert. Und wofür werden GitHub-Pads quasi überhaupt verwendet? In den meisten Fällen halt für Automatisierung, so wie bei Docker Builds zum Beispiel, damit man die da verwenden kann. Genau. Was für Pads gibt es denn überhaupt bei GitHub? Es gibt einmal die alten Token. GitHub nennt sie gerne Classic Tokens. Was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass sie meistens relativ hohe Rechte haben, weil man damit auch gar nicht so viel einschränken kann. Und dass die am meisten so verwendet werden, dass sie kein Ablaufdatum haben. GitHub ist da immerhin so nett und warnt mit einem gelben Dreieck und sagt, hey, dieses Token hat kein Expiration Date, aber das scheinen viele Leute einfach zu ignorieren, und benutzen das trotzdem so. Genau. Die Classic Tokens bieten tatsächlich eine Art und Weise, wie man die Rechte granular verteilen kann. Diese Granularität geht aber gar nicht so tief rein, sondern man kann nur sagen, hey, du hast auf alle meine Repos Zugriff, aber du hast nicht nur lesend auf die Repos Zugriff oder nur schreibend. Genauso auf die Workflows oder auf Organizations kann man nicht sagen, hey, du hast nur auf folgende Organisation von mir Zugriff, sondern man gewährt quasi dann direkt auf alles Zugriff. Genau, es gibt auch was Neues. GitHub dachte sich, das müssen wir besser machen und neu ist immer besser. Das stimmt tatsächlich auch in dem Fall. Die haben Fine-Grained Tokens
eingeführt. Da ist genau das quasi besser gemacht worden, was bei den Classic Tokens nicht geht. Man hat eine relativ hohe Granularität. Das heißt, man kann einschränken auf Repos. Wenn ich zum Beispiel 1000 Repos habe, kann ich sagen, hey, dieser Token ist nur auf 2 Repos gültig. Und dann kann man auch noch sagen, du darfst nur den Code zum Beispiel lesen oder du kannst nur auf die Issues lesen zugreifen oder darfst Issues auch bearbeiten. Das haben sie deutlich besser gemacht. Und was da auch geht tatsächlich ist, für Organizations und Enterprises zu sagen, dieses Token revoken wir von unserer Organization. Das heißt, wenn sie merken, irgendwann im Prozess, hey, das Ding ist abhanden gekommen oder es wurde kompromittiert, dann kann man sagen, ich sperre nur dieses eine Token und dann ist es nicht mehr gültig. Das geht bei den Classic Tokens tatsächlich nicht. Da kann man nur sagen, wir akzeptieren generell keine Tokens. Genau, was haben wir denn jetzt überhaupt gemacht? Also quasi der Sinn unseres Talks. Genau, ich habe quasi einen Scanner gebaut und dachte mir, hey, ich brauche irgendwie ein Projekt für die Freizeit und dachte, ich scanne einfach mal Docker Hub und scanne mal alle Layer und guck mal, was da so alles drinsteht. Und dachte, einmal nach Secrets suchen, das kann Spaß bringen und gucken, was dabei rauskommt. Genau. Wie das geschehen ist, Docker Hub bietet quasi eine API an. Da kann man sagen, bitte zeig mir mal ein paar Repos. Die haben leider keine, wo man alle Repositories von denen aufzeigen kann, dass man quasi alle Images einmal durchsuchen kann, sondern man kann denen sagen, ich habe hier folgenden String, gib mir mal alle Images, die dazu passen. Und dann wirft er einem schön paginated das raus. Und dann kann man sehen, was da so alles gibt. Das heißt, ich habe ein kleines Tool geschrieben, was mir random Strings generiert, das gegen die API schmeißt, sagt, gib mir mal alle Images, die du findest, hab dann von denen jeweils die Tags gezogen, das heißt, und dann nochmal die Layer, und darin kann man dann nach den Secrets suchen, und das haben wir ja quasi gemacht. Ich habe einen kleinen Scanner-Skript, den kann man eine Rule geben, bei uns waren das schöne Regexe, das heißt, wenn man da GitHub-Paths sucht, haben die ein schönes Format, GitHub hat das irgendwann mal geändert, dass sie mit einem GHP anfangen, dann kommt ein Underscore, und dann kommt eine alphanumerische 36er Länge hinten dran. Das heißt, man kann da sehr schön danach suchen. Wir haben tatsächlich auch nach anderen Secrets gesucht, aber in dem Talk geht es erstmal primär um GitHub-Paths. Genau. Und was ich euch empfehlen kann, ist, am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass da tatsächlich so viele Secrets drin sind. Und ich habe relativ schnell gemerkt, da kann man nicht alleine irgendwie dem habhaft werden. Deswegen holt euch Leute dazu, denen ihr vertraut, um das gemeinsam abzuarbeiten, denn das bringt auch mehr Spaß. Genau, und noch ein bisschen zum Tooling, was wir benutzt haben. Wir haben quasi beim Scannen, wenn wir Secrets gefunden haben, haben wir sie in der Datenbank abgelegt, haben dazu ein paar Metadaten mit abgelegt. Anfangs waren es bei allen gescannten Images auch die Layer. Ich sag euch, Docker Hub hat relativ viele Images liegen. Selbst wenn man nur die Layer speichert und gar nicht den Content der Images, sind das mehrere hundert Gigabyte. Meine Platte ist irgendwann vollgelaufen. Ein Linux-System irgendwie versuchen aufzuräumen, nachdem die Platte vollgelaufen ist, ist kein Spaß. Genau, wir haben noch ein Scriptpad irgendwie gehabt, worüber wir uns irgendwie organisiert haben, wo wir gesagt haben, folgende Unternehmen haben wir schon angeschrieben. Die haben sich zurückgemeldet, die haben sich nicht zurückgemeldet. Hat sehr geholfen. Und schreibt auch eigenes Tooling, um irgendwie euch zu helfen, das zu validieren, was ihr da überhaupt gescannt habt. Bei uns war das der Fall, wir haben ja quasi nach Tokens gescannt und deswegen haben wir uns auch irgendwie Broken Token genannt, um später zu den Unternehmen irgendwie zu kommunizieren. Und wir wollten halt als eine Person kommunizieren und nicht, dass wir eine Gruppe sind. Deswegen haben wir uns quasi ein eigenes Postfach dazu gemacht. Genau, jetzt einmal zu ein paar Statistiken, ein paar Daten. Genau, was natürlich interessant ist, was kommt dabei eigentlich alles raus, wenn man sich jetzt diese ganzen Secrets anschaut? Da haben wir einmal aufgeschlüsselt. Wir sehen einmal hier die Anzahl aller Repos. Das heißt, wir haben knapp 60.000 Repos gehabt, auf die wir am Ende Zugriff hatten. Also wir sprechen hier auf Repos von Organisationen. Und einmal aufgeschlüsselt auf die Rechte, die wir haben. Also wir können hier sehen, die wenigsten haben darauf Acht gegeben, wie viele Permissions sie ihren Tokens geben. Wir haben tatsächlich überall, also ein Drittel knapp, wo wir halt Admin-Rechte hatten, beziehungsweise Maintain-Rechte. Im Endeffekt konnten wir halt alles machen dann in dem Moment. Wir hätten die Organisation für uns selber weiterführen können. Pull-Rechte sind halt auch noch sehr, sind eigentlich schon genug, damit das halt eigentlich Security-Finding gilt bei einer Firma, weil die haben das ja nicht umsonst privat gestellt, das Repo. Wer weiß, ob die da noch andere Hardcoded Credentials drin haben oder
Vielleicht wollen sie verbergen, dass sie halt alte Libraries benutzen. Das wird ja auch leider häufig gemacht bei großen Firmen. Genau, deswegen reicht eigentlich schon der Pull-Request als Permission aus, um als Security-Feinde durchzugehen. Aber man sieht ja, wir eigentlich hätten wir auch selber Code pushen können. Oder halt sogar Rebus löschen können. Genau. Zu den Orgas können wir sagen, das waren insgesamt 859 Stück. Die mögen anscheinend alle Open Source, weil die haben sich alle dazu entschieden, ihre Token zu veröffentlichen. Genau, ich hoffe mal, dass wir die Zahl nochmal wieder runterbekommen. Genau, von diesen 859 haben wir 57 angeschrieben. Das lag einfach in der Natur, dass es halt oft schwierig ist herauszufinden, was für eine Firma dahinter steckt. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Und weil der Prozess halt relativ langwierig ist. Also so Firmen anzuschreiben mit, ey, ich habe hier ein Security Finding, wollte ich das angucken? Meistens hört man nichts zurück. Genau, Rückmeldungen gab es insgesamt 8. Also 8 interessieren sich tatsächlich für ihre GitHub-Repos. Genau, den Rest interessiert das anscheinend nicht. Beziehungsweise wir hatten noch einige, wo einfach ein Bounce kam. Also die haben einfach ihre E-Mail-Adressen falsch angegeben, beziehungsweise man findet halt nichts. Und also beziehungsweise von den 57, da haben wir E-Mail-Adressen gefunden, die haben wir angeschrieben, aber halt nur die 8 haben sie dann zurückgemeldet. Genau, dann einmal, wie sind wir vorgegangen, wenn wir halt uns entschieden haben, ey, also wir sind halt die Tokens durchgegangen, die Findings, die wir hatten, und haben uns entschieden, okay, lasst uns versuchen, ein Disclosure hier durchzuführen. Genau, was ist überhaupt ein Disclosure-Prozess? Wir unterscheiden da 3 Arten. Einmal den Responsible Disclosure, was wir quasi gemacht haben, ist, wir haben erst dem Hersteller Bescheid gegeben, versucht quasi, dass sie ihre Lücken schließen können und erzählen danach erst der Welt davon. Die Alternative dazu ist ein Full Disclosure, das heißt, man erzählt erst der Welt davon und eventuell bekommt der Hersteller dann davon mit und kann das Problem fixen. Und was quasi das Schlechteste davon ist, einfach niemandem zu erzählen, weil wenn man es niemandem erzählt, kann es quasi auch nicht besser gemacht werden. Genau. Jetzt kommen wir einmal dazu, wie wir Ergebnisse quasi validiert haben. Hab ja vorhin schon gesagt, baut euch Tooling. Wir haben relativ viele Secrets gescannt. Und Automatisierung ist ein Freund, weil bei jedem Token nachzugucken, ist der überhaupt noch valide? Funktioniert er überhaupt noch? Was für Rechte hatten der? Ist gar nicht so einfach. Das heißt, erster Schritt war gucken, ist der Token, den ich da überhaupt extrahiert habe mit meinem Regex, ist der überhaupt quasi noch gültig? Da bietet GitHub APIs zu, kann man anfragen, die antworten zurück, hey, ja, dein Token ist gültig. Und das zweite quasi ist, was für Rechte habe ich denn da? Da haben wir uns auch ein kleines Tool gebaut, schön visuell, man gibt einen Token oben rein und dann kann man sehen, was sind denn so die Organizations, was sind denn, kann man noch filtern nach den Permissions da rein und sieht dann quasi die Repositories, die dann dazu passen. Kann man sagen, ja, gib mir mal doch mal zu folgender Org bitte was und kann dann noch mal einschränken die Permissions, zum Beispiel zeigt mir nur Repos, die Admin oder Push haben, und dann kann man relativ schnell sehen, was für einen Impact das im Unternehmen hätte. Ist vor allem interessant, weil wenn man Repositories sieht oder Organisationen sieht, die nur Public Repos haben und man da nur Pull-Rechte drauf hat, ist es meistens gewollt. Da haben wir ein paar von gesehen, wo man dachte, oh, das könnte interessant sein, ist ein großes Unternehmen, guckt nochmal genauer hin und sieht, ah, sind nur Pull-Rechte in dieser Org möglich mit diesem Token. Das heißt, die haben es ordentlich gemacht. In den meisten Fällen, was wir gesehen haben, ist es halt nicht so. Sven hat ja gerade eben ein bisschen über die Statistiken geredet. Und genau. Das heißt, visuell ist immer für mich zumindest gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Genau. Und wie war der Prozess weiter? Genau. Da gehen wir dazu, wie wir versucht haben, diese Firmen überhaupt zu finden. Also das Erste, was wir gemacht haben, deswegen hatten wir auch dieses Visual Tool, da haben wir nämlich direkt einen Link zu der Orga, um herauszufinden, erstmal ist das überhaupt eine Firma, ne? Nur weil das eine Orga ist, muss es keine Firma sein. Das war halt auch bei ziemlich vielen so der Fall. Das waren halt oft einfach Open Source Orgas. Da haben wir auch tatsächlich, ich glaube, ja, ein paar angeschrieben gehabt. Aber auf GitHub findet man trotzdem halt Metainformationen. Oft ist ein Link hinterlegt, ne? Also hier, das ist unsere Firma, oder halt auch eine E-Mail-Adresse ist hinterlegt. Die muss nicht immer richtig sein, nur so als Tipp. Es kann auch einfach sein, dass die Firma aufgekauft wurde und jetzt in einer größeren Firma einfach lebt, aber sie haben ihre Informationen nicht geupdatet. Deswegen könnte man sich auch nochmal die E-Mails von Committern anschauen. Das Problem ist halt, wenn die Firma keinen Prozess hat, dass nur Angestellte in der Orga auch drin sein dürfen, also mit ihrer Firmen-E-Mail, dann findet man im häufigsten Fall eigentlich gmail.com.
Und ja, gmail.com-Adressen anzuschreiben, da weiß man nie, wo man am Ende landet. Kann ja sein, dass es diesen Account nicht mehr gibt oder den jemand schon anderes hat. Das andere, was man machen kann, ist natürlich, das Internet zu durchsuchen. Ja, okay, du hast halt einen Orga-Namen, dann einfach mal in eine Suchbox geschmissen und gucken, was kommt am Ende raus. Ja, oft kommt halt einfach Quatsch raus. Oft kommt auch andere Sachen raus, zum Beispiel Konkurrenten oder ähnliches, weil die heißen alle auch gefühlt dann immer gleich. Gerade bei so einigen, in einigen Bereichen, gerade bei auch Krypto-Kram, die heißen alle was mit Krypto am Anfang dann oder irgendwas mit X irgendwo. Genau, deswegen sind wir dann auch nachher nochmal systematisch durchgegangen. Wir haben angefangen, halt so typische E-Mail-Adressen anzuschreiben, ne? Infos, Hells, Admin. Irgendjemand wird ja schon dahinter sitzen. Genau. Das Gute war, es gab auch tatsächlich paar Firmen, die das vorbildlich gemacht haben. Es gibt welche, die hatten ein Bug-Bounty-Programm, wo wir das einspielen konnten. Auch wenn das out of scope normalerweise ist, haben sie es dann angenommen. Zwei Firmen hatten sogar eine Security-TXT, sehr großes Lob da. Da konnten wir halt direkt sehen, was ist denn überhaupt deren Disclosure-Prozess. Hat mich aber gewundert, dass es das echt noch so selten ist. Genau, da gab es noch einige, die hatten halt irgendwo versteckt im Untermenü ihr Bug-Bounty-Programm, was in irgendeinem iFrame war, was dann immer abgestürzt ist. Danke dafür. Das hat mir gar nicht geholfen, aber die habe ich dann halt über das Bug-Bounty-Portal dann wiedergefunden. Genau. Da will ich nochmal drauf eingehen. Gerade die Security-TXT, das war halt immer so ein Ding, die Firmen haben dann auch wirklich zurückgeschrieben, wenn sie das hatten, weil wenn sich halt eine Firma um Security kümmert und eine Security-TXT hat, dann hat sie auch wahrscheinlich schon einen fertigen Prozess dahinter. Deswegen auch hier nochmal, falls ihr irgendwo arbeitet, versucht das doch mal bitte da reinzubekommen. Das hilft Leuten wie uns enorm. Man muss auch nicht viel machen, das reicht eigentlich. Ne? Kontaktadresse und bis wann ist denn diese Security-TXT gültig? So, dann... Warum ist das Expires wichtig? Ja, dann weißt du, dass der Prozess auch eingehalten wird bei denen. Die haben halt so einen ständigen Prozess, dass sie auch wirklich gucken, dass das funktioniert bei denen. Genau, dann die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Firmen, die wir versucht haben, oder auch die Open-Source-Organisationen, die versucht haben anzuschreiben. Genau, was wir vorhin schon gesehen haben, die meisten antworten einfach nicht. Warum auch immer, die E-Mail versinkt oder bounced einfach. Keiner hat sich je darum gekümmert, dass man irgendwie eine öffentlichkeitswirksame E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegt hat. Das ist halt einfach so. Wenn die Firmen aber geantwortet haben, dann war es immer positiv. Also es hat keine Firma uns irgendwie gedroht oder mit Klagen gedroht oder irgendwas, sondern die waren immer positiv, haben sich bedankt, waren auch recht schnell dabei, das dann auch zu fixen tatsächlich. Aber im Endeffekt war es dann halt doch ein bisschen zu viel. Also haben wir dann auch den Kontakt mit GitHub aufgesucht, ob die uns da nicht helfen können. Spoiler, nicht. Sie haben uns nicht geholfen. Andere Token sind halt einfacher natürlich sperren zu lassen, dadurch, dass sie nicht so, dadurch, dass es einfacher ist, herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Bei AWS gibt es zum Beispiel eine gute Theorie. Die Theorie haben wir versucht zu überprüfen, die funktioniert nicht. Und zwar einfach die Tokens in ein Public Repo zu schmeißen. Und AWS kümmert sich schon darum. Wir haben das tatsächlich versucht, nach einer Stunde, nach zwei Stunden, nach drei Stunden ist nichts passiert. Dann haben wir versucht, AWS dann zu schreiben, ohne viel Glück. Mal gucken, was wir da als nächstes machen. Genau, das andere Problem ist, dann versuchen sie den Token zu löschen irgendwie. Das Problem ist aber, die haben irgendwie Infrabots und die pushen das alle 5 Minuten. Also ist der Token dann wieder da. Auch ganz lustig. Und wir haben tatsächlich häufig aus Branchen gesehen, was ich mir damit erklären kann, dass die wahrscheinlich oft jüngere Leute einstellen oder Leute mit wenig Erfahrung in Security. Also bei uns waren das halt die Crypto-Exchanges, Biotech, AI und Unis, die halt sehr häufig da drunter waren, dass die halt ihre Tokens irgendwie mit veröffentlicht hatten. Und noch etwas Schönes, was man sieht, wenn man sich halt die Userinnen ansieht. Freelancer und Beraterinnen, die hopsen ja von Firma zu Firma und die invalidieren halt ihre Tokens dann nicht. Das heißt, die machen halt das Security-Problem immer größer dadurch, dass sie halt immer mehr Zugriff gewähren dann. Genau. Kommen wir dann zu den Fuck-Ups. Genau. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, achtet auf eure Festplatte. Docker Hub ist sehr groß. Habt ein bisschen Metriken, habt ein bisschen Alarming drauf. Wenn etwas schief läuft, dass euch irgendwie irgendwas anpingt und sagt, hey, da funktioniert irgendwas nicht, du sollst vielleicht gucken, was du da so für Unfug getrieben hast.
Genau, überlegt euch vorher eine Tabellenstruktur, wenn ihr Daten irgendwie in der Datenbank ablegen wollt. MVPs gehen immer in Production. Im Nachhinein hätten wir uns gedacht, ein paar andere Metadaten wären vielleicht noch hilfreich oder andere Statusmeldungen wären vielleicht noch hilfreich, die uns beim Abarbeiten helfen, um uns zu organisieren. Wie gesagt, der erste Schlag ist meistens nicht der beste. Und APIs mit Pagination ernst nehmen. Wir haben das erste Mal, als wir gescannt haben, um geguckt zu haben, wie viele Repos waren denn da überhaupt von betroffen. Und das war halt dann relativ gering und wir dachten uns, hä, wie kommt das zustande? GitHub hat Pagination. Das heißt, ruft alle Pages ab. Und vergesst eure Steuererklärung nicht zu machen, wenn man gerade Bug Bounty macht. Denkt auch dran, irgendwie Rücklagen zu bilden. Genau. Genau, was können Firmen eigentlich besser machen? Genau, ich habe das ja eben schon ein bisschen erwähnt. SecurityXT, also sehr wichtiges Konzept, auch wenn es halt sehr einfach ist. Es hilft einfach enorm. Selbst wenn ihr das halt zu einer fremden Firma auslagert. Also wir hatten auch viele, die das halt einfach dann zu einer anderen Security-Firma ausgelagert haben. Ist genauso gut, wenn ihr halt nicht das Know-how in euren Firmen habt oder Orgas, also auch wenn es eine Open-Source-Orga ist. Vielleicht kriegt ihr dazu, dass eine andere Security-Firma sich das dann anschaut. Hauptsache, jemand sitzt dahinter und antwortet auch. Das ist das Wichtigste dabei. Wenn die Person so ein bisschen damit überfordert ist, dann kann sie das halt, wie gesagt, in der Firma auslagern. Aber es reicht auch erstmal, wenn einfach jemand antwortet und versucht, das irgendwie zu verarbeiten. Ganz egal wie. Hauptsache, niemand merkt, dass da nichts passiert und geht dann halt zu dem Full Disclosure über. Das wäre halt das Schlimmste dann für diese jeweilige Firma. Was natürlich gut für die Welt dann ist, weil dann wird es halt sicherer. Aber wer weiß halt, was für Daten dahinter stecken. Genau, das habe ich ja gerade erwähnt. Eine Ansprechpartnerin reicht. Also muss halt nicht unbedingt jemand mit Know-how sein. Wenn es geht, dann ja. Wenn nicht, reicht halt einfach irgendjemand in dem Moment. Das Schulen der Mitarbeitenden ist ganz wichtig. Alles, was wir gesehen haben, das waren einfach Leute, die nicht wussten, dass halt Sachen im Layer auch mit auf Git, auf dem Docker-Hub liegen. Das ist einfach das. Und das hat ihnen einfach niemand gesagt. Und genau, da sollten halt einfach die Leute besser unterrichtet werden. Das Offboarding aus den GitHub-Orgas, das hatte ich ja vorhin erwähnt, die Leute, die halt von Firma zu Firma springen, die nehmen halt, die werden den Token auch nicht von alleine invalidieren, also schmeißt die Leute aus euren Orgas. Ansonsten wird, kann der nächste, die nächste Person, die ihr einstellt, euch eine Sicherheitslücke in eure Firma mit reinbringen, nur weil sie halt ihre Tokens nicht expired oder invalidieren lässt. Genau, Pets müssen ablaufen, das könnt ihr orgaweit einstellen, das ist ganz wichtig. Oder halt, wie vorhin schon erwähnt habe, nehmt die neuen. Das gleiche gilt halt natürlich nicht nur für Pets, sondern auch für andere Token von anderen Firmen, wie bei AWS zum Beispiel. Ihr könnt halt dafür sorgen, dass die Dinge ablaufen. Genau, dann haben wir noch ein paar Tipps für euch. Genau. Sucht euch ein Team, macht es nicht alleine. Es bringt mehr Spaß, wenn man das mit Personen zusammen macht, die man, mit denen man irgendwie ein bisschen Spaß haben kann, Firmen anschreiben kann, ein paar Gags austauschen kann, wie sie quasi geantwortet haben oder auch nicht geantwortet haben. Genau. Wir haben uns quasi schon. Achso, ja, genau. Wir haben halt immer darauf geachtet, dass wenn wir Firmen das erste Mal anschreiben, dass wir halt immer denselben Text verwenden. Einfach nur, weil wir den einmal vorher zusammengeschrieben haben, damit Firmen sich nicht angegriffen fühlen von unserem Text. Damit sie halt nicht negativ darauf reagieren. Wir haben halt darauf geachtet, halt Sprache muss klar sein, nicht zu viel Informationen preisgeben, weil, wie gesagt, es ist schwierig zu erkennen, ob wirklich die Firma auch dahinter steckt, an die man das melden will. Und man weiß auch nie, auf welchen Wegen diese E-Mail dann in dieser Firma oder dieser Orga den Weg geht. Also, weil wir sprechen ja hier von Informationen, die halt schon eigentlich eher in einem kleinen Kreis zur Verfügung gestellt werden sollten. Das heißt, wenn diese E-Mail zigmal weitergeleitet wird und ihr habt da direkt als erstes den Token drin, ja, dann ist dieser Token nochmal ein paar Mal mehr dupliziert worden und steckt in irgendwelchen Posteingängen fest. Dann wird es halt noch schwieriger dann für das Security-Team im Hintergrund. Wir haben auch hier immer ein kleines Foto eingefügt gehabt, wo wir halt dieses Tool, was wir euch vorhin gezeigt haben, so einen kleinen Ausschnitt gezeigt haben. Hier so heißt übrigens das Repo, die Repos, von denen wir sprechen und die Organisation. Und das sind ungefähr die Zugriffsrechte, die wir haben. Nur damit sie wissen, um was es geht. Wir haben zwar reingeschrieben, es geht um GitHub und Co., aber so ein Foto sagt dann doch meistens mehr aus.
Genau, und wir haben halt auch versucht, auf unseren Texten nochmal hinzuweisen, weil diese Texte haben wir halt nur geschrieben, wenn es kein Bug-Bounty-Programm gab, was halt meistens daraus resultiert, dass es eine Security.txt gab, haben wir nochmal reingeschrieben, ey, bitte sorgt doch dafür, dass ihr eine Security.txt das nächste Mal da habt, dann wissen wir nämlich auch, wo wir hinschreiben können, weil diese E-Mail ging meistens raus an eine Info-Ad oder Datenschutz-Ad oder Privacy-Ad oder irgendwas. Und die Person wusste wahrscheinlich nichts damit anzufangen. Deswegen haben wir auch unten auch immer noch dazu geschrieben, übrigens wäre es cool, wenn du nicht dafür verantwortlich bist, leite doch diese E-Mail an die verantwortliche Person weiter und bitte erzähl uns, wie du zukünftig mit uns kommunizieren willst. Weil einige haben uns dann tatsächlich auch dann zu ihrem Bug-Bounty-Programm eingeladen hinterher, weil sie dann doch ein Programm hatten. Oder die haben uns dann halt, einmal hatte ich das, da wurde ich halt von 5 Firmen weitergeleitet, weil die Firma 5-mal aufgekauft wurde und sich in der Zeit 5-mal die Domain geändert hat. Wo ich am Ende irgendwo bei einer riesigen großen Firma gelandet bin und die hatten auf einmal einen Prozess dafür und so, oh ja, hier, Bug Bounty, da laden wir dich ein. Deswegen, wie gesagt, wichtig, dass da nicht in dieser E-Mail alle Infos drin stehen, weil wer weiß, wo das Ding seine Runden macht. Genau, zu. Ja, ja. Genau, benutzt einen VPN-Server, ist immer sehr gut, damit da nicht unbedingt eure IPs mit assoziiert werden. Siehe auch, darfst hacken, du musst dich nur nicht erwischen lassen. Und es hilft auch später beim Validieren der IPs. Was wir tatsächlich gesehen haben, ist, dass wenn wir angeschrieben wurden von Firmen, die dann diesen Token irgendwann invalidiert haben, die wussten natürlich selber nicht, weil die waren teilweise Monate, Jahre irgendwie auf Docker Hub gelegen. Und was man tatsächlich machen kann, ist GitHub anschreiben und sagen, hey, gib mir doch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu. Wer hat wann diesen Token benutzt? Für was wurde er verwendet? Von welchen IPs wurde der verwendet? Und das haben wir tatsächlich auch bei 3 der Firmen, denen wir das gemeldet haben, durchgespielt. Die haben zurückgeschrieben, haben gesagt, hey, folgende IP-Ranges haben wir, haben irgendwie das letzte Oktett weggeschnitten. Kannst du sie zuordnen? Gehören die irgendwie zu euch? Kennst du die? Und dann waren das tatsächlich entweder VPN-Anbieter von uns oder die Domestic IP, die man eindeutig zuordnen konnte, oder irgendein Server, von dem wir automatisch gescannt haben. Das hat den Firmen auch geholfen, quasi um im Nachhinein überhaupt sagen zu können, ja, dieser Token wurde nicht anderweitig missbräuchlich verwendet, sondern ist tatsächlich nur da gelegen und niemand hat ihn vorher sich angeguckt. Genau, und dokumentiert eure Zugriffe. Hat uns auch sehr geholfen, dass wir relativ viel dokumentiert hatten, zwar nicht alles, aber zumindest, wann war zumindest der erste Request von uns, weil das automatisiert war und das quasi in der Datenbank mit abgelegt wurde, konnten wir dann sagen, hey, ab diesem Datum waren wir das quasi, sag uns doch mal alle Requests, die nach diesem Datum gekommen sind, dann können wir die IPs dazu zuordnen. Alles davor werden wir nicht gewesen sein. Das heißt, dokumentiert das, am besten alle eure Requests. Das haben wir nicht gemacht, das ist ein Learning für uns, aber zumindest hatten wir den ersten dokumentiert. Genau. Und seid bei der Kommunikation immer offen und höflich und haltet, wenn ihr schon den richtigen Kontakt habt, keine Informationen zurück. Die Firmen sind immer sehr dankbar. Je mehr man denen an Informationen liefert, desto besser lässt sich auch mit denen zusammenarbeiten. Teilweise waren das Wochen, Monate lange Prozesse mit denen, wo man immer hin und her Ping-Pong spielen musste, weil die, wie gesagt, einige hatten den Prozess intern, andere nicht. Und je mehr man denen helfen konnte, desto freundlicher haben die quasi auch zurückgeantwortet. Genau. Genau. Ein anderes gutes Learning ist, fangt nicht eine Woche vor an, das hier zu machen. Wir haben nämlich das dann tatsächlich letztes Wochenende nochmal hingesetzt und haben gemerkt, oh, auf einmal sind 300 neue Sachen drin, gelandet in der Datenbank. Und haben dann angefangen, gut, jetzt müssen wir erstmal die Daten nochmal saubern. Das hat tatsächlich einen ganzen Tag gedauert. Ich glaube, 16 Stunden oder so saßen wir da und haben die nochmal auseinandergezogen, die Daten. Genau. Lass dich überreden. Ich glaube, da sollte eigentlich nichts stehen. Aber egal, das ist auch eine gute Idee. Lasst euch überreden, einen Vortrag zu halten. Dazu gab es heute auch schon genug Talks. Ich habe das nicht durchgestrichen. Ach so, das hast du durchgestrichen, sehr gut. Warum nicht? Gerade wenn ihr was ein interessantes Thema habt. Ich meine, das war jetzt auch halt so ein Ding, was wir halt mal so am Wochenende gemacht haben und haben gemerkt, okay, das können vielleicht andere Leute interessieren. Genau, und das Gute ist halt, falls ihr dasselbe vorhabt, das war halt nur Docker Hub. Es gibt noch zigtausend andere Registries, die nicht durchgescannt haben. Es gibt ja auch nicht nur Docker Hub. Wir sind ja nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, sondern Leute haben ja schon Pip durchgescannt oder auch Maven oder you name it, irgendein Archiv, wo Leute halt ihre fertig gepackten Sachen hochladen, die aus Code generiert sind. Da kann ich mit euch auf jeden Fall wetten, da wird auf jeden Fall was liegen. Wie gesagt, bei uns trudeln ja auch immer noch neue Sachen ein. Also, da kommt jeden Tag was Neues rein.
Ja, kommen wir auch schon zum Schlusswort. Genau. Was wir uns halt eigentlich wünschen würden, ist halt, dass Firmen da mehr in die Verantwortung tatsächlich gezogen werden müssen. Docker Hub muss hier besser werden. Ich frage mich, warum Docker Hub nicht selber eigentlich Secret Scanning betreibt auf ihren Layern. Ich meine, GitHub macht das auch. Warum machen die das denn nicht? Keine Ahnung. Vor allem, weil wir ja auch gesehen haben, dass sie halt einen CVE-Scan machen. Ist ja schön und gut, dass da ein grüner Haken für CVE-Scan ist, aber das heißt ja immer noch nicht, dass das Ding halt einwandfrei ist. Vor allem, weil bis vor kurzem war es auch nur ein, du hast kein Log4j2-Haken. Firmen, wir müssen ihre EntwicklerInnen besser schulen, wie schon gesagt. Diese ganzen Fehler passieren eigentlich nur, weil die das nicht wissen. Ist ja nicht so, dass sie es mit Absicht machen. Außer natürlich, sie wollen ihre Firma irgendwas heimzahlen. Aber die müssen einfach besser geschult werden. Wir müssen auch die Leute über Credential Management besser schulen, auch schon am besten ja so früh wie möglich. Auch weil das halt einfach auch nicht in den Unis gelehrt wird oder auch in der Ausbildung nicht. Und genau, schreibt keine Blogs mit falschen Credentials-Handling. Leute copy-pasten einfach. Und ich habe auch aus reinem Gag auch heute Morgen einfach mal ChatGPT gefragt, ey, wie soll ich eigentlich Credentials in Docker handeln? Und dann meinte ChatGPT, ja, mach doch Build-Args oder Environment-Variablen, ist doch voll easy. Genau, dann auch von uns halt, Bug Bounty Hunting macht halt sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Ja, das bin ich ja genauso. Fangt halt klein an, sucht euch irgendwas Nischiges, dann werdet ihr auf jeden Fall was finden. Das geht auch relativ schnell. Firmen, die auch Bug Bounty Programme haben, sind halt immer sehr freundlich. Genau, also ich glaube nicht, dass da böses Blut liegen bleibt. Ich glaube, das war's, ne? Genau, das war's. Gibt's Fragen? Einmal kurz die Frage, wie sind wir mit Docker Hub Rate Limits umgegangen? Das ist eine gute Anekdote. Ich glaube, die haben theoretisch ein Limit von 180 Requests oder so die Minute. Wenn man einen Account hat, sind die ein bisschen höher. Ja, wir haben einfach uns an die Limits gehalten tatsächlich. Haben einfach unser Tooling so geschrieben, dass er halt in der Minute genau nur diese Anfragen macht und da halt nur so und so viele Requests gegenhaut. Wobei ich weiß nicht genau, wie Docker Hub ihre Rate Limits bemisst. Wir hatten immer wieder Probleme, dass wir doch in die Limits reingelaufen sind, obwohl wir quasi in unserem Code definiert haben, hey, halte dich an die Limits. Ja. Und wir haben uns einfach tatsächlich dran gehalten. Ja, und das sogar bei zwei verschiedenen Implementationen. Also ich glaube, wir haben es am Ende auf 100 runterschrauben müssen, damit es überhaupt geklappt hat. Eine andere Idee wäre natürlich gewesen, mehrere Maschinen zu starten, weil neue IP-Adresse, dann hätte man die 170 halt oder 180 einfach höher drehen können oder mehrere Accounts. Aber soweit sind wir nicht gegangen, weil für uns war das so in Ordnung und es kam auch so schon genug Credentials rein am Tag, dass wir nicht mehr gebraucht hätten. Genau, wir haben, glaube ich, irgendwie 4 Millionen Images gescannt und dazu jeweils noch die Tags. Und das mit den Limits hat vollkommen ausgereicht. Ja. Weitere Fragen? Hi, ich dachte, ich gehe mal ins Fragenmikro. Hier sind Fragenmikro für alle weiteren, die noch Fragen haben. Habt ihr bei den Firmen, die ihr angeschrieben habt, nochmal überprüft, ob die das nicht still und heimlich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt gelöst haben? Und wenn ja, wie viele waren das so? Also die zurückgeschrieben haben und gesagt haben, sie haben es gefixt, da haben wir tatsächlich geguckt, ob sie es auch gefixt haben. Bei den Firmen, die nicht zurückgeschrieben haben, da habe ich bis jetzt nicht gesehen, dass einer von denen das tatsächlich gefixt hätte. Also bei mir in den Statistiken, ich habe heute nochmal reingeschaut, da tauchen viele von denen auf. Auch viele von denen, die seit einer Woche oder so sagen, ja, wir haben es gesehen, wir kümmern uns drum, da ist es immer noch drin. Okay, krass, danke. Es gab eine Firma, die hat tatsächlich das still und heimlich gefixt gehabt, hat sich aber im Nachhinein irgendwie Wochen später erst gemeldet und gesagt, apropos, wollen wir noch mal kurz drüber reden, was da tatsächlich passiert ist. Mehr Fragen? Keine. Super. Danke euch.